Also ich finde, wer lesen kann, ist ein bisschen klar im Vorteil. Ich bin zwar wieder bei der ersten Mission, denn es hat doch nicht gespeichert. Ich musste doch irgendwie die Memory Card formatieren. Irgendwie so, keine Ahnung. Ich hoffe, die funktioniert jetzt. Ich habe mir nochmal die Missionsziele angeschaut, und zwar, warum ich mit der Handfeuerwaffe die Fässer nicht zerstören kann. Ganz einfach, weil es da steht. Aus Sicherheitsgründen. Jetzt verstehe ich den Satz. Gut, das letzte Mal hatte ich auch nur aus Eile aufgenommen. Und die Mission sagt ja auch, ich soll ja auch jegliche Kiste und Fässer zerstören. Deswegen hatte ich auch nur die zum Teil abgeschlossen. Mit der Automap, ich hatte die natürlich auch ein bisschen später bekommen. Gleich im ersten Raum, wo ich reingegangen bin. Wie ihr hier seht, sind schon hier einige tot. Das ist keine Kiste. Ja, also in den Kisten können auch Aliens drinne sein. Okay, es ist auch doch keine Kiste, die kaputt geht. Denn wie ihr seht, sind hier mehr Alien-Leichen. Komme ich jetzt von hier raus oder nicht? Okay, hier war das. Ach so, nee, ich bin von der anderen Seite wieder rausgekommen, kann es sein? Ja. Denn ich habe mich gerade gewundert, wo sind denn die Leichen von den Aliens, also von den Xenomorphs? Ich schieße mehrmals drauf, um zu sehen, ob die wirklich kaputt gehen oder nicht. Denn die brauchen einige Schüsse. Hier sind sie. Warum ist es aber wieder zu? Und aus irgendeinem Grund komme ich jetzt irgendwie ein bisschen besser klar mit der Steuerung als das letzte Mal. Ah ne, okay, jetzt weiß ich den Unterschied zwischen die Kisten, die kaputt gehen, und zwar diese hier. Liegt doch was. Also es ist immer unterschiedlich. Manchmal kommen Aliens heraus, manchmal Arzneimittel, manchmal Munition. Geh doch durch! Und ich kann teilweise jetzt auch besser zielen. Aber habe ich gerade noch nicht irgendwo noch eine Kiste gesehen? Ein Pass. Na gut, dann gehe ich jetzt weiter.
Ja, sicher! Wo kommt der denn jetzt her? Poppt jemanden anders. Achso, der ist schon tot. Ich konnte nur so durchgehen, soweit ich weiß. Was war das denn gerade? Ups, falscher Knopf. So, 6 Minuten. Also 100%, 100% und? Jawohl, so muss es sein. Jawohl, endlich. Ich mache lieber zweimal. Gut, dann geht es jetzt weiter. Sie müssen die Hauptschalterzentrale finden und alle drei Schalter aktivieren. So ermöglichen Sie uns den Zugang zu anderen Bereichen der Kolonie. Sammeln Sie Sprengladungen auf, um brüchige Wände aufzusprengen und neue Bereiche zu erschließen. Oh, sind jetzt Predatoren dabei? Jetzt auch! Hab ich... Nein, ich muss wieder aufdecken. Ich muss sie wieder finden. Das ist natürlich kein Problem. Ich meine, die erste konnte man ja... Gut, die brauchen immer 4 Hits mit dem Gewehr. Bevor ich irgendwas aufmache, gucke ich ein wenig herum. Übrigens habe ich auf der Spielerhöhle gesehen, es gibt noch mehr als nur die zwei Gegnerarten. Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Das klingt ein bisschen so wie bei Super Mario Land. Diese komischen Finks. Okay, es reicht auch nur mit der normalen Waffe. Das hier, ja, Sprengladung. Hier kann ich irgendwas öffnen. Hier auch. Ja, es ist immer besser, wenn man immer vorher herumläuft, alles sich anschaut, wo was ist. Und dann höchstens dann öffnen. Denn ich kann mir auch gut vorstellen, dass sie auch so fies sein werden,
dass sie die Geheimnisse dann irgendwann irgendwas blockieren. Wie sagt die Map? Gut, ich gehe nochmal kurz da ganz zurück. Andernfalls. What the hell? Okay, ich muss irgendwas finden, damit das zu ist. Was los, Kumpel? Hallo? Was machst du denn da? Mann, Alter. Welche Tür habe ich dann bitte schon geöffnet? Kann man es vielleicht irgendwo sehen? Da wo grün ist, also die grünen Punkte? Oder was heißt das? Hier, sind das hier die grünen Punkte auf der Karte? Ja, das sind sie. Aber ich kann sie nicht öffnen. Achso, ich glaube, ich habe Dings ausgemacht. Wo waren die? Ich muss... komplett geradeaus. Und jetzt wahrscheinlich hier runter, wa? Hä? Bin ich blöde oder wo waren die komischen Gase? Was soll das mit dem Herzschlag? Ich habe keinen Plan, wo es weitergehen soll. Oder komme ich vielleicht durch die Gase durch? Geh doch mal kaputt! War Panikschuss.
Von hier kam ich ja. Ich war hier noch nicht. Ernsthaft? Hör doch mal jetzt auf zu laggen, ey! Aha. Wir haben also 1, 2, 3 Räume, 4 Räume eventuell, es sei denn, da geht es weiter, wo oben eine zu ist, oben links, da wo der grüne Punkt ist. Und das sind immer die Räume oder Türen, die aufgehen. Aber wie ich erstmal zurückgedrängt wurde von dem Gas. So, also. Ja, eigentlich wollte ich ja was anderes machen. Das ist offen. Stirb doch jetzt! Also ich merke, die brauchen mittlerweile 2 Schüsse. Geht es jetzt hier runter? In einem dunklen Raum, wo ich nichts erkenne? Zumindest teilweise nicht. What the fuck? Komm mir hier nicht weg! Ja, hör auf mich zu poppen. Mann, ey, bleib da nicht hängen, du Affe! Hasse ist, wenn der irgendwo einfach hängen bleibt. Ohne Grund. Noch irgendwo eine, Alter, ich brauche unbedingt Lebenspunkte. Hörst du mal jetzt auf? Geh kaputt! Au! Warum ist es gerade explodiert? Was war das denn?
krieg ich nicht meine Heilung. Also, ich hab dreimal was gedrückt. Oh ey, geh doch durch! Wieso flackert es? Muss also in-game sein. Es kann nur in-game sein, dass es gerade ein bisschen flackert. Warum explodiert das? Ach, das war die Sprengladung oder was? Ich verstehe nur Bahnhof. Alter, wenn da drin jetzt keine Heilung ist oder sonst irgendwas, bin ich down. Ich möchte keine Munition haben, ich möchte was zum Heilen haben. Wieso kann ich den hier nicht einsammeln? Aha, weil Munition voll war. Bleib doch nicht hängen, du Affe! Das war die dämlichste Todesanimation, die ich je gesehen habe. Ich beginne wieder bei Level 1. Also Level 2 ist schon cool und ist anspruchsvoller, aber ich hasse es, wenn er hängen bleibt. Ach da. Deswegen habe ich mich dauernd aufgeregt. Aber kann ich jetzt meinen Spielstand nicht laden oder was? Ernsthaft? Also, wer kam dann auf diese blöde Idee, dass man den Spielstand nicht neu laden kann? Gut, dann mache ich hier erstmal eine Aufnahmepause. Ich bedanke mich, dass ihr zugesehen habt. Dann werde ich das nächste Mal alles wieder in Ostrim nachholen, auch Level 1. Und dann sehen wir uns zum nächsten Mal dort uns wieder. Tschüss!